Ich nehme mal an, dass es Ihnen gereicht hat, unseren Träger zu töten und Ihre Ration zu stehlen. Sie hätten keinen Grund, einen Haufen Stein in Ihr Lager zu schleppen. Außerdem glaube ich nicht, dass Sie wussten, dass die Waffen dort waren. Zumindest hoffe ich das. Sie reizt sich nachdenklich am Unterkiefer. Unser Mann wollte durch die dichten Wälder des abtrünnigen Sumpfs reisen. Wir kennen seinen genauen Reiseweg nicht, da unser Träger unterwegs häufig improvisiert. Um Aufeinandertreffen mit Banditen zu vermeiden. Ich weiß, dass dir das kaum weiterhilft. Es tut mir leid. Ich weiß von einem Ort in abtrünnigen Sumpf, wo die Bruderschaft aktiv war. Dieser Startpunkt ist so gut wie jeder andere. Es ist plausibel, dass der Träger dort durchgekommen ist. Ja, und ich habe noch Garrick gefunden. Sigil der materiellen Gewalt erhalten. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Der junge Wiesel dachte, es könnte in den Altmauern seltene Metalle finden, was? Ich bin mehr davon beeindruckt, dass er lebendig zurückgekehrt ist, als von seinen eventuellen Funden. Danke für deine Hilfe, Schicksalsbinder. Du verdienst zumindest eine Belohnung. Okay. Ja, wir haben. Niemand bleibt zurück abgeschlossen. Und haben dafür die verschwundene Lieferung. So. Welche die Waffe eines Ziels verändern? Ah, materielle Gewalt. Ausdruck zum Erstellen von Zorn, welche die Waffe des Ziels verändern. Brand entzünden. Ach cool, damit kann ich Waffen verzaubern. Waffen polieren. Das ist gar nicht mal so schlecht. Barrick wirft dafür. Das hier weg. Dann kannst du nämlich deine eigene Waffe polieren. Das ist schon mal nicht schlecht. Was hätten wir noch? Frostschaden. Bei Treffer mit Waffe für 45 Sekunden. Bewegungsgeschwindigkeit verringert. Das ist nicht schlecht. Bei dir geht das nicht. Bei dir auch nicht. Bei dir auch nicht. Bei dir sicher. Da ist das Schmetterschaden bei Treffern. Wäre auch nicht schlecht, weil Barrick hat zwei Steinzauber. Könnte ich den hier vielleicht mal ein bisschen pimpen und ihm Erholung, Dauer? Ja, kann ich so machen, dass ist der auf jeden Fall stärker. Gut, das heißt, wir gehen jetzt in den abtrünnigen Sumpf schnell und suchen ein paar Vorräte. Ach ja, ich mag dieses Spiel wirklich. Ich mag, also ich muss ehrlich sagen, Paradox und Obsidian haben mit Pillars of Eternity und Tyranny zwei wundervolle Spiele rausgebracht. Ich bin echt überzeugt von allen beiden. Es ist zwar viel Story und viel Text dahinter, aber Right. das ist gerade etwas, was das Spiel auch ausmacht. Es freut mich, dich zu sehen, Schicksalsbinder. Ich habe die Leichen der Blutkantoren gefunden, die ihr im Zwillingsfluss versteckt habt. Wovon redest du da? Bianca's Stimme wird leiser und sie spricht mit ernstem, ruhigem Ton wieder. Blutkantoren im Zwillingsfluss? Gino hat gesehen, was deine Soldaten vor einigen Jahren getan haben. Jetzt willst du ihn töten lassen. Er ist einfallsreich, das muss ich ihm zugestehen. Ich bin beeindruckt, dass er so lange in der Wildnis überlebt hat.
Ich weiß nicht, was er glaubt gesehen zu haben, aber ich lasse die Anschuldigung gegen ihn fallen, wenn du das willst. Ja, lass sie fallen. Kunst eingespüßt. Oh, da ist Shino wieder ein freier Mann. Es gefällt mir nicht, aber ich will nicht mehr darüber diskutieren. Wenn das dann alles war, reden wir nicht mehr darüber. Ich habe Gunst bei den Geschmähten. Oh, nur ein kleines bisschen. Was sagt Ash dazu? Ist auch ein kleines bisschen gesunken. Aber ich denke mal, wenn wir nachher die Mission abgeben, dann steigert sich das wieder. Ich würde eigentlich gern bei Graven Ash mehr den Zorn verringern, da der schon fast auf Stufe 4 ist. Oh, da ist er schon auf Stufe 4, das sehen wir ja gleich. Nein, noch Stufe 3. Weil ich möchte mich in diesem Playthrough auf jeden Fall darauf konzentrieren, mich gut mit den Geschmähten zu stellen als Verbündete. Mir wäre ja noch die Wahl geblieben, mich mit dem Chor zu verbünden oder mit den Rebellengruppen. Das Schnellspeichern hat etwas gedauert. Möge die Stille des Friedens und das Klimpern von Ringen dir überall den Folgen. Was kann die Seite nach für dich tun? Ich habe den Geisterbannhelm von Rettermon beschafft. Auf Endians Gesicht macht sich ein großes Grinsen breit und er steckt vor Freude die Hände aus. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Nun können wir ihn wieder dorthin bringen, wo er hingehört. Bitte gib ihn mir. Ich werde jetzt gehen. Ja. Ja. Auf Adrians Gesicht, ja. Eigentlich denke ich, dass er bei mir sicher ist. Ich brauche ihn vorerst selbst. Nein, Schicksalsbinder, das kannst du nicht tun. Ohne den Geisterbannhelm sind wir anfällig für weitere Angriffe. Bitte lass uns nicht so ungeschützt. Die Altmauern sind im Augenblick sicher, also ich werde ihn behalten. Adrian seufzt und nichts anderes. Wie du wünschst, Schicksalsbinder. Nach allem, was du für Adrians Kreuzung getan hast, werde ich deinem Urteil vertrauen. Der Pfad des Helden ist hart erkämpft und noch härter zu beschreiten. Das hat meine Mutter ihm gesagt. Ich wusste bisher nie, was sie damit meinte. Wenn du sagst, dass der Helm in deinen Händen besser aufgehoben ist, dann glaube ich dir. Ja. Den kann ich ja bei meinem nächsten Besuch in der Kreuzung zurückgeben. Für den Fall, dass ich jetzt schon das Achievement gekriegt habe dafür. Das ist nämlich eigentlich der einzige Grund. Wirklich toll ist der Geisterbahnhelm nämlich auch nicht. Er sieht vor allem blöd aus. Was ich ja eigentlich relativieren kann, indem ich ihn ausblende, fällt mir gerade so ein. Die einzigen Helme, die ich nie ausblenden kann, sind die von Sirin und Beric. So. Der Helm hat... Ach so, er ist ja eigentlich auch ein Artefakt. Plus 50 Verteidigung gegen Zauber. Was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Gute Rüstung hat er auch. Und ich habe eine Fähigkeit Arcana Zerfall, die ich beim... ja, statt dem Graven Ash Bericht. Die hätte... Also den Arcana Zerfall hätte ich beim Havoc benutzen können. Habe ich natürlich aber nicht gemacht. Ich merke, wir kommen heute auch ein bisschen langsam voran. Naja gut, wir haben jetzt nochmal die Altmauern von Letians Kreuzung durchwühlt, haben eine Weile mit Landry geredet und waren jetzt hier noch im, in Letians Kreuzung unterwegs. Jetzt müssen wir zum abtrünnigen Sumpf. Nochmal ganz kurz, um dort nach Vorräten zu suchen.
Okay, warum auch immer wir das Lager da hell erleuchtet sehen. Das hier sieht am ehesten danach aus, nach einem überfallenen Karren, oder? Ist es sogar auch. Lieferung der Eisen gebunden. Du da, dachte ich, wäre tot, nicht wahr? Dachte, du könntest dich jetzt ganz einfach an diesen Kisten bedienen. Ich war auf dem Weg, um sie zu den Eisengebundenen zu bringen. Scheint, als würde ich das nicht mehr schaffen. Was ist mit dir passiert? Hab gerade den Abkönigin-Sumpf durchquert. Ich blieb nur einen Augenblick stehen und da geschah es. Klinge direkt in meinen Rücken. Ich konnte nicht einmal sehen, wer oder was es getan hat. Sieht aus, als würde ich meine Aufgabe hier nicht mehr erfüllen. Hör zu. Diese Lieferung, sie gehört den Eisengebundenen. Tu dir einen Gefallen und bring sie ihn, anstatt sie einzuheimsen. Wir befinden uns in düsteren Zeiten. Ledians Kreuzung braucht die Unterstützung. Wirst du die Lieferung hinbringen? Ja, ich sorge dafür, dass sie am Bestimmungsort ankommt. Er zieht sich seitlich am kaputten Karren hoch, bis sein Gesicht mit deinem auf einer Höhe ist. Gut, mach schnell, du musst. Er hustet und spuckt dicke Blutflecken auf den Boden. Verdammt, hätte niemals gedacht, dass ich so sterben würde. Er verliert seinen Halt am Karren, fällt gegen ihn und schlägt dann hart auf den Boden auf. Der alte Mann schnappt nach Luft und aus seiner Kehle dringen qualvolle, gurgelnde Geräusche. Nach einigen wenigen Augenblicken wird er still. Ein Gift hat er aber dabei. Hey Gino, du bist ein freier Mann. Sag schon, Salzbinder, hast du es geschafft, meinen Namen reinzuwaschen? Ich habe die Leichen gefunden, sie waren Soldaten des Scharlachroten Kurs. Gino wird bleich, als ihm die Bedeutung der Information klar wird. Verrat gegen Kyros. Außerdem lange Zeit, bevor sie begannen, sich mit dem Chor anzulegen. Sie hatten allen Grund, keine Augenzeugen haben zu wollen. Hast du mit der Frau Hauptmann der Geschmieden gesprochen? Sie könnte meinen Namen sicherlich reinwaschen. Man sollte ihr berichten, was sich wirklich zugetragen hat. Ja, die Geschmieden sollten dir keine Schwierigkeiten mehr machen, sonst werden sie sich vor Tun und selbst verantworten müssen. Schicksalsbinder, so gute Nachrichten habe ich schon vor langer Zeit nicht mehr gehört. Ich kann dir gar nicht genug für die Güte danken, die du mir erwiesen hast. Ich werde jetzt zu Wort zu meiner Familie gehen. Er umschlingt dich mit seinen Armen. Danke. Ja, damit ist das auch abgeschlossen. Und jetzt noch die Lieferung wegbringen. Dumm, die dumm, die dumm. Ich würde ja am liebsten jetzt mal Lyra eine Zeit lang als Fernkämpferin mitnehmen. Also ihr ein paar einfache Feuerzauber geben. Und sie dann mit dem Artefaktbogen kämpfen lassen. Weil Lyra bräuchte auf jeden Fall auch ein Level up. Ich meine, wir sind schon... Also zwei von hier sind schon auf 14 fast. Beric und ich sind auf 13,5. Ja. Gut, bringen wir die Lieferung zurück. Das gibt uns wieder einen Bonus bei Lithians Kreuzung, bei den Eisengebundenen und vielleicht bei den Gespähten. Auf jeden Fall bei den Eisengebundenen. Du bist zurück? Ja. Wie kann ich helfen? Ich habe deine verschwundene Larvenlieferung.